my good sir, hello. Hallo, mein werter Herr. Er wirft dir ein entschränkend fröhliches Lächeln zu und winkt dich zu sich. Whatever might I do for you? Was kann ich für dich tun? Erzähl mir von dir. There's no need to tell you. Observant as you no doubt are, that I am an actor. Ich bin mir sicher, dass er deine Auffassungsgabe über, dass es deine Auffassungsgabe überflüssig macht, dir zu erklären, dass ich ein Schauspieler bin. Er betont den letzten Teil besonders und verbeugt sich galant. Stage, Tavern, Street Corner. They are as much my home as where I lay my head at night. So, I travel Eora, looking for opportunities to share my gifts with the grateful masses, wherever that may lead me. Die Bühne, eine Schenke, eine Ecke an der Straße. All diese Orte sind genauso mein Zuhause wie das Plätzchen, an dem ich mich nachts schlafen lege. Also reise ich durch Eora auf der Suche nach Gelegenheiten, meine Talente mit den dankbaren Massen zu teilen. Wohin auch immer mich das führen mag. Machst du damit eine Menge Geld? Oh, goodness, yes, loads of it. I've been known to joke that I'm less a man than I am a walking bank for all the coin that I carry. Bei den Göttern, darauf kannst du wetten, haufenweise. Ich bin dafür bekannt, darüber zu scherzen, dass ich mehr wandelnde Bank als Mann bin. The common folk do so love an actor. We bring mystery and excitement to their otherwise dreary lives. Yes, you could say we're doing the God's work. Die gewöhnlichen Bürger lieben uns Schauspieler. Wir bringen Geheimnisse und Aufregung in ihren ansonsten so tristen Alltag. Ja, ich schätze, man könnte sagen, wir verrichten die Arbeit der Götter. Während er spricht, bemerkst du, dass die Spitzen seiner weichen Stiefel durchgelaufen sind. Eine nähere Betrachtung seiner Kleidung lässt dich außerdem erkennen, dass die Nähte ausgefranst sind und die Ellbogen bereits mehrfach geflickt. Du bist pleite, oder? Deine Großzügigkeit ist inspirierend. I'm truly gratified that you think so. Ich bin wirklich dankbar, dass du das so siehst. It's quite difficult, you know, living as I do. On occasion, foolish folk will take my act for reality. I've thrice been run out of a town for impersonating a foreign dignitary. Damn fools don't understand the blistering wit of my satire, I tell you. Weißt du, es ist sehr schwierig, so zu leben wie ich. Manchmal verwechselt man meine Schauspieler Kunst sogar mit der Realität. Schon dreimal wurde ich aus einer Stadt verjagt, weil sie meinten, ich würde einem fremden Würdenträger nachhelfen. Die verdammten Damen verstehen den genialen Witz meiner Satire einfach nicht. I had to learn to protect myself as a result. Though I must admit, what martial skills I've got aren't of use for much more than fighting off wolves or throttling a thief with designs on my satchel. Deshalb musste ich lernen, mich zu verteidigen. Ich muss allerdings zugeben, dass meine Kampfkünste gerade einmal dazu reichen, Wölfe zu vertreiben oder einen Dieb mit meinem Beutel zu erdrosseln. Thank the gods, I hardly ever need to use them. I can talk myself out of nearly anything, you know. Den Göttern sei Dank sehe ich mich nicht oft dazu gezwungen, sie einzusetzen. Ich kann mich so gut wie aus jeder Situation herausreden, weißt du? Du kannst wirklich reden, das muss man dir lassen. Well, thank you. I must say it's gratifying to be recognized for one's talents. Also danke, ich muss sagen, es ist befriedigend, für seine Talente anerkannt zu werden. All things being equal, I'd much rather recite a sonnet than swing an axe. But a man's gotta make his way in the world any way he can. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber ein Sonett rezitieren, als eine Axt zu schwingen. Aber man muss sich seinen Weg durch die Welt eben so bahnen, wie es passt. Kannst du mir beibringen, was du auf deinen Reisen als Schauspieler gelernt hast? I would be honored. But a man needs to make a living, you know. So, for my services, how about 3000 copper? Es wäre mir eine Ehre, aber irgendwie muss man ja auch zur Rande kommen. Also, wie wäre es mit 3000 Kupferstücken für meine Dienste? Bluff und Findigkeit, also you know, nein, danke. Find me if you change your mind. Also, deine Meinung änderst, weißt du ja, wo du mich findest. Oh, Entschuldigung. Ist egal. Also, Notizen, Lehrer. Das ist dann Stauholzmarkt. Schauspieler. Wieder 3000 KP für Bluff und Findigkeit. Ja, es sind schon ein paar Lehrer, die wir jetzt gefunden haben. Sober up. Sinking Aora's last ship. 3 stars before the burn. Was haben wir hier so?
The morning is a blight. Lovesome. Das Regal enthält aktuelle Navigationskarten und Bestiarien über diverse Seemonster, denen ein Kapitän begegnen kann. Aha. Wenn man die Etiketten auf den Flaschen glauben darf, können diese Tränke so ziemlich alles heilen, vom Skorbut bis zum Tod selbst. Ja. I'm telling you. Schiffszwieback. For Irwina in the king's coffin, she'll make you see stars. So, jetzt ist was zu dir hier. Willkommen in meinem Warenhaus. Er zeigt auf alle die Stände um ihn herum. Was immer du brauchst, ich verkaufe es. Was möchtest du heute kaufen? Dir gehören all diese Stände? I started out with only one stall and eventually branched out, buying out my competitors one by one. Na, der ist erfolgreich. Jetzt ja, ich begann mit nur einem Stand, erweiterte dann und kaufte nach und nach jeden Mitbewerber auf. Dann zeig mal, was du hast. Oh, eine sehr schöne Rüstung. Eifrige Klinge, sieht wie ein Panzerbrecher aus. Das wäre was für Palegina vielleicht. So wie die Streitaxt auch. Gute und außergewöhnliche Sachen. Mhm. Ja, das sollte ich auf jeden Fall aufschreiben. Händler. Stauholz. Markt. Doppelpunkt. Rüstung und zwei Handwaffen. Teuer. Ausrufezeichen. Ja, im Augenblick geiz ich ja noch recht mit meinem Geld. Dann gucken wir mal in die Schatztruhe rein. Ja, die Städte in solchen Spielen haben immer das Problem, dass man viel Zeit drin verbringt, bis man alles gefunden hat. Außer man macht wirklich nur Main Story. Hm. Yes? Absolutely. Du bist der Wächter, das heißt, wenn ich hier runtergehe, gibt's Probleme. Of course. Nö. Trotz ihres Aussehens scheinen diese Säcke leuchtenden Adra nur bunten Sand zu enthalten. Okay. Die vergoldete Rüstung ist ja etwas für zeremonielle Auftritte und für Kämpfe ungeeignet. Ah ja. Ölgemälde, perfekt für den Kapitän einer trostlosen Kabine. Welcome to the treasure trove, Sailor. Oh Gott, eine... Na, von welchem Gott stammst du eigentlich ab? Eigentlich müsste das Rimgrant sein, so wie sie aussieht. Willkommen in der Schatzkammer, Seemann. Naja, wir haben Palegina, die stammt von Hyela ab, und wir haben Tekeo, der von Ondra abstammt. Ich habe auch schon Feuergottgleiche gesehen, die eben von Magran abstammen. Aber so wie du aussiehst, bist du wahrscheinlich Rimgrant, hä? Willkommen in der Schatzkammer, Seemann. Eine kräftige Gottgleiche blinzelt dich zwischen den geschwollenen, verkrusteten Tumoren rund um ihren Augen an. Ihre Lippen platzen auf und geben eine dünnflüssige Substanz ab, als sie spricht. Ja... Was könnte sie noch sein? Also Berat ist sie wahrscheinlich nicht. Wo ist Dicker? Hm. Anything in my trove catches your eye, you let me know. Alright. Wenn dir irgendwas in meiner Schatzkammer ins Auge springt, sag nur Bescheid. Alles klar? Ja, zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Sonne und Mond ist ein Streitflegel. Griff des Tintenfisches ist ein Rapier. Den Tod verleugnet. Der Träger ist immun gegenüber Verfassungswirkungen, solange er eine oder mehr Verletzungen aufweist. Das Ding ist Schrott. Leere Schutz. Rein Schaden. Zersetzungsrüstungswert. Das ist nicht mal schlecht. Abwehr gegen Fernkampf, Chance auf Spiegelung gegen Zauber. Das Teil ist auch nice.
Trank des Aufstiegs. Opalkämme einer Träne. Ich glaube, kann ich eine Sirene beschwören. Jade Perlmut, Reif des Intellekts, Ring der geringen Abwehr, Umhang des Schutzes. So einen habe ich ja von dem Prinzip hier auch bekommen. Feuerball-Halskette, gewährt Feuerball, 8 Ladungen, schillernde Schuppe. Ja gut, wir könnten Eddas Rüstung eher verbessern, dann kommen wir auf selbe oder sogar besser hinaus. Und ich wette, Palegina könnten wir auch verbessern, okay. Reif des Intellekts, Ring der geringen Abwehr. Hat Olaf sowas schon? Nö, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. Da interessiert mich eigentlich hier nur der Umhang. Können wir dir irgendwas Magisches andrehen, was du vielleicht gern hättest? Da, Umhang des Schutzes. Der ist fast nichts wert. Naja, aber dann verkaufen wir hier mal solche Stoffsachen, um es ein bisschen runterzuhandeln. Und sagen mal Tschüss. Ich habe ja schon einen Umhang. Edda hat auch einen. Ja, Umhang des Schutzes. Der Umhang des Schutzes, Tapferkeit, Wille, Reflexe. Palegina, den trägst du dann mal. Verfassung. Du hast aber schon einen Gürtel. Edda, du hast aber noch keinen Gürtel. Alof hat den Gürtel. Was ist das? Religion und Heimlichkeit. Da hat jeder schon was. Alof kriegt aber jetzt den Umhang. Na, sieht schick aus an ihm. Gewährt Luftsprung. Ah, das ist so, sind Barbarenstiefel gewesen. Okay. Ja, Entschlossenheit. Und ja, ich glaube, Edda kommt mit dem Schild recht gut zurecht. Also können wir das auch mal wegpacken. Great Fetchin. Können hier wieder raus und dann müssen wir wieder zu der Nahrungshändlerin zurück. Und dort das, den unreifen Palmstein kaufen noch. Wenn, dann hat die ihn wahrscheinlich. A repeat customer. I like your type. Ein Stammkunde, sie sind mir die Liebsten. Wir waren erst einmal hier. Was kann ich dir heute anbieten? Hast du unreife Palmsteine? But they're no good to eat when they're not ripe. We'll make you sick, so long as they're purple, aye. Natürlich habe ich die, aber die kann man nicht essen, wenn sie noch unreif sind. Solange sie noch lila sind, machen sie dich krank, aye. Sie streicht über ihr Kinn. Tell you what though, I'll still sell you what I got. Just don't eat them till they're brown. Ich sag dir was, ich verkaufe dir trotzdem, was ich habe, aber ist sie bloß nicht, bevor sie braun geworden sind? Ja, dann zeig mal. Unreifer Palmstein. Dankeschön. Yes. Nachtrag hinzugefügt für Eisenbauch. Ja, ich habe verstorbenen Schleimal besorgt. Ich habe unreifen Palmstein besorgt. Rosanella hat mir eine Liste mit Zutaten für Andras Galle gegeben. Ein verdorbener Schleimal, ein unreifer Palmstein sowie ein Fläschchen Feuerseetang-Extrakt. Ihr solltet beim Refugium des Hebers nach verdorbenen Schleimal suchen. Ein Händler am Strandenhof könnte unreife Palmsteine zum Verkauf anbieten. Ich habe einen verdorbenen Schleimal besorgt. Rosanella sagte mir, dass ich Feuerseetang-Extrakt beim Königssack kaufen könnte. Ich habe einen unreifen Palmstein, ja. What can I do? At once. Dann gehen wir erstmal ins Refugium zurück. Töten da einen Ogre.